Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Production Line. Dinge geschehen, wir sind fertig mit der Forschung. Man sieht es jetzt hier oben, momentan wird nichts erforscht. Das hat aber damit zu tun, dass es jetzt im Spiel nichts mehr zu erforschen gibt. Das heißt, wir können momentan eiskalt, wenn ich das hier richtig sehe, ich habe nochmal durchgeschaut, können wir die hier alle wegreißen. Die brauchen wir im Moment nicht mehr und sobald im Upgrade nochmal was dabei kommt, können wir die einfach wieder neu bauen. Der wird jetzt fröhlich vor sich hinblinken, ist klar, weil ich nichts mehr forschen kann. Das heißt Endgame. Jetzt heißt es nur noch optimieren und ausbauen. Und das Optimieren und Ausbauen betrifft zum Beispiel hier auch die Servoproduktion. Die werden zwar hier immer schön fleißig rausgenommen, aber trotzdem stehen die ständig auf Standby, weil die einfach nicht genug Servos reinbekommen. Ich habe keine Ahnung warum. Erschließt sich mir nicht, weil hier immer welche auf Halde liegen. Only local. Prefer local, aha. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal auf only local alles stellen. Vielleicht erledigt sich das dann. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Denn die sitzen irgendwie sehr ungünstig in der Produktionslinie. Was dazu führt, dass dann die Strecken zu lang sind oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt mittlerweile, wir haben in der letzten Folge hier eine dritte Fit Windows Station hingesetzt und kommen trotzdem noch nicht hinterher. Haben wir denn Zuwachs an Exporten? 653 haben wir immer noch im Verkauf. Es werden nicht unbedingt mehr. So, wir produzieren mittlerweile Bremsen, wir produzieren Räder, wir produzieren Lampen. Das war auch mit das Letzte, was wir in der letzten Folge gemacht haben, sprich gestern. Und zwar, ja, hier haben wir direktionale Headlights, das ist klar. Wenn hier aber keine Fahrzeuge ankommen, ist das ein bisschen schwierig. Da kommt das erste Mal wieder, das heißt, die Linien werden doch immer mehr ausgelastet. Wie sieht es hier aus mit den Lampen? Wo sind sie, wo sind sie? Da sind sie. Oh, da ist aber auch wieder das Problem, dass das Layout dieser Produktionsstätte so ungünstig ist. Generell gesehen haben wir es vom Aufbau der Fabrik sowieso in Anführungsstrichen verkackt, weil die quasi komplett umgebaut werden müsste, um dort entsprechend die Zulieferer und so weiter passend zu setzen. Könnte man natürlich jetzt alles machen, sprich alles wegreißen und umbauen und machen tun. Geld verdienen wir sowieso momentan wie Dreck. Die Frage ist, machen wir es oder machen wir es nicht? Ich kann hier übrigens auch nochmal den wegreißen. Jetzt haben wir minimal zu viel. Das heißt, ich setze den einfach neu da oben hin, weil er sich da einfach schöner macht. Powerplant, High Output. Dankeschön. Und wir brauchen kein Upgrade. Okay. So. Was haben wir denn jetzt hier in der Produktion? Make Sensors, Make Servos. Aha. Quatsch, brauchte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Alloy Wheels. Gut. Die kommen auch schon fast überall dran. Wie sieht denn die Produktion aus? Ich schaue jetzt einfach nur mal, dass wir heute noch mal so ein paar von diesen Produktionsstätten umsetzen können. Dies muss das sein, ja. Und das ist das Problem. Ah, ne, geht ja so. Make Alloy Wheels. Okay, da sind noch normale gemacht worden, aus Versehen. Aber die werden ja teilweise auch bei den anderen Fahrzeugen noch gebraucht. Weil wir aber gesehen haben, dass die Alloy Wheels mit am teuersten sind oder am meisten importiert werden, haben uns die einfach mal jetzt dafür genommen. Da haben wir auch keine Reifen auf Reserve, das heißt, die werden auch noch massig importiert. Beziehungsweise hier kommt natürlich auch Gummi rein als Rohstoff. Ja, es ist halt nur, um dort den Import ein bisschen zu entlasten, dass die Sachen, die man nicht selber herstellt, halt besser durchkommen. Ob das der Fall ist, kann ich noch nicht mal sagen. Denn anscheinend wartet der trotzdem immer wieder auf Servus und der hat hier eine No-Export-Room. Macht auch keinen Sinn. Da wird anscheinend noch nicht immer die Priorität wirklich gesetzt nach dem Motto, ich schaue erst, was näher dran ist. Da müsste ich wirklich alles umstellen auf nur intern.
So wie ihn hier zum Beispiel, Configure Imports, Only Local. So, und schon kommen die hier raus, ne? Theoretisch, wenn er mal produziert. Da hängt es aber hier unten an der Windows, was ist das? Door Panel Produktion, beziehungsweise Montage. Da würde ich jetzt eiskalt sagen, wir setzen noch eine daneben, wa? Und zwar hier hin. Die ist ja dann in einer Flucht, das heißt, den müssen wir auch mal wegreißen. Was haben wir jetzt gesagt? Fit Door Panel, nicht, dass wir das Falsche setzen. Können wir so setzen, ist ein bisschen Platz sparen dann, ne? Machen wir einfach so. Zack. Und hier wieder drauf. Like this. Dann müssen wir noch einmal die ganzen Add-ons drauf machen. Prefer Local. Local. Sensoren machen wir doch auch schon, ne? Ach ne, doch nicht. Okay. Dann lassen wir das so. Anschließend sollten wir den vielleicht nochmal einmal richtig. Ja, das ist immer so ein kleines Problem. So. Dann passt das auch. Eine Route Stockpile, wieso das denn? Ach so, okay. Da fehlt ein kleiner Schnurp. Jetzt bin ich ja schon wieder drauf gekommen. Alles, was rot blinkt, da muss er drauf drücken. Gut, haben wir das. Sollen wir denn mal, ja, können wir machen, die Door Panel Produktion etwas günstiger gestalten, wenn wir schon mal dabei sind. Zack, Fit Doors, Make Door Panel. So, wenn ich jetzt, was habe ich? Graues Resource, grünes. So, den kann man so legen, dann reißen wir den mal weg. Make Door Panel. Auf diese Art und Weise. Predictive ist Quatsch, weil die haben eh nur eine Ressource. Ja, das war super. Komm, dann räumen wir das einmal ganz auf. Und damit wir es dann einmal gesehen haben, machen wir hier die Maxi Sheets. So, das heißt, jetzt machen wir unsere eigenen Stahlplatten bzw. Stahlbleche. Und mehr als ausreichend anscheinend. Achso, wir haben nur zweimal die Türproduktion, okay. Das heißt, ich würde jetzt hier oben nochmal eine drüber setzen. Und das scheint mir dann doch ein bisschen zu wenig zu sein. Doors, da sind sie. Fit Door, Make Door. So. Haben wir da wieder drei Stück von. Mal gucken, das funktioniert. So, das heißt, wir haben jetzt viermal die Türmontage. Ach Gott, jetzt wird es da oben wieder eng. Ach, das ist doch nervig. In der Export Room, das ist toll. Ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich die Produktionsstückzahlen hochziehen. Und Stahl ist schon weit nach oben gegangen. Dafür sind etliche Sachen, wo sind denn unsere Bremsen überhaupt, waren die noch oben? Tatsächlich. 531.000. Also eine halbe Million haben wir da bezahlt. Es ist eine Menge. Income 603. Wir hatten vorhin schon mal mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das werden wir aber auch noch hinbekommen.
wenn sich das mal hier so ein bisschen durchgeschlängelt hat. Wie man sieht, jetzt fahren ja auch schon ein paar Autos nach hier oben. Das heißt, hier unten ist schon überfüttert. Die kommen aber ganz gut durch. Ne? Hier stauen die sich nicht wirklich auf. Hier ebenfalls nicht. Das ist einmal diese Station, die ein bisschen langsam ist. Warum? Upgrades sind alle drin. Für Local machen wir mal hier. Weil die ja auch eigentlich relativ dicht dran sitzen. Es steht hier aber nie insuffizient. Er sagte gerade insuffizient. Weil... der wartet doch teilweise. Auf was wartet der denn? Engine Control Unit, Transmission. Okay, das sind alles Sachen, die wir nicht selber herstellen können. Bis auf die Engine Assembly. Diese hier, aber da sind ja anscheinend genug da. Gut, dann lassen wir das so mal laufen. Reifen läuft, Alu-Räder, ja, kommen so langsam nach. Ich könnte hier oben noch eine nebensetzen, weil hier auch die Radproduktion ist. Habe ich eigentlich auch schon umgestellt? Natürlich nicht. Das ist natürlich dann sehr clever. So, dann haben wir hier noch eine. Und hier ebenfalls. Die hat ja ein viereckiges Layout, das würde hier noch schön hinpassen. Ist alles nicht sehr geplant, muss man dazu sagen. Das ist alles ein bisschen Konfuzius. Aber egal. Ja, ist so schön, Hauptsache funktioniert, ne? So, ja, der hat insuffizient, ist klar. Sollen wir dem jetzt mal nur normale Räder produzieren lassen? Weil die kommen ja auch, man sieht es ja hier auch, auf die normalen Fahrzeuge drauf. Aber anscheinend nicht so viele, die dürften nur auf dem Stockfahrzeug sein. Werden aber abgeholt, das ist okay. So, dann haben wir hier unten nochmal Lampen. Und was ist hiermit? Directional Headlight Xenons. Aha. Die Frage ist, produzieren die dann nur eine Sorte? Ich glaube wohl, ne? Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, weil ich das hieraus nicht erkennen kann. Das ist das Problem. So, jetzt. Directional Xenon LED. Aha. Das scheint mir alles, auf jeden Fall werden sie abgeholt, das ist gut. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, das ist für mich jetzt noch nicht so ganz schlüssig, was das jetzt genau ist und warum und wieso und weshalb. Prefer Local, nebenbei, Servus. Das wird nämlich halt nicht gesagt. Oder ich weiß es ganz einfach nicht, das gebe ich mal einfach zu. Produziert er jetzt nach Bedarf oder ist das je nachdem, was gerade gefordert wird, dann die entsprechende Lampe. Entweder ist das eine Xenon-LED oder was anderes, was natürlich Quatsch wäre. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall werden sie mitgenommen, das heißt, die werden intern verbraucht, das ist okay. Hier die Räder sind auch alle weg, die Reifen meine ich. Hier liegen zwei rum, das ist nicht schlimm. Da liegen normale Räder, das ist okay. Sie werden ja benutzt. Und wir brauchen auch wirklich nur Stahl reinholen. Oh, der ist hier ganz gut am Ackern. Liegt aber auch daran, dass dieser Import-Slot stark überlastet ist. Wir haben auch keine Möglichkeit, momentan sehe ich keine, das zu verbessern. Was haben wir denn sonst noch für schöne Sachen? Hier oben ist reichlich wenig los, sehe ich gerade. Das ist schon fast erschreckend. Das heißt, wir müssten immer noch hier Power drauf kriegen. Solange ich aber hier immer noch insuffizient Resources habe, habe ich ein Problem. Alter, wir haben 80%. Der wartet 80% auf Servos. Das geht ja mal gar nicht. Wenn die doch nicht so ein doofes Layout hätte. Zwei und ja,
Was haben wir denn für eine Möglichkeit? Ich könnte das höchstens komplett umstellen. Die Frage ist, wie? Naja. Irgendwann hat sich's ausgebastelt. Wenn ich den hier wegnehme, kriege ich da trotzdem keinen hin, weil er ist hier 2 breit. Und ich brauche 3x3. 3x3. Den könnte ich höchstens mit den Füßen dazwischen, geht nicht, weil der einen breit ist. Da geht's nicht, da geht's nicht. Ne, passt nirgendwo hin. Ich kann den ja auch einfach mal hier in den Finger nehmen. Ja, da merkt man schon, das Spiel fängt dann an zu ruckeln mit diesem Overlay. Schade, das geht nicht. Was fehlt hier? Lampen, Quatsch, hier Fenster braucht ja auch noch, ne? Window, make window, was ist denn damit? Wie finde ich das denn? Türen, sind wir schon dran vorbei, paint. Da ist er, fit window, make window. 2x3 Layout, den könnte ich hier noch hinsetzen, wenn ich das Lager wegmache. Sehe ich aber keinen Vorteil. Nun, Achsen kann ich noch produzieren, ist aber interessant. Die haben hier, ne, Lauschepper sozusagen. Und solange er hier noch Export Room stehen hat, macht das doch gar keinen Sinn. Dann kann der auch weg. Dann sehe ich nicht, warum sollte ich den da stehen lassen als produzierendes Teil, wenn die Sachen nicht abgeholt werden. Macht doch gar keinen Sinn. Kann ich ja besser hier ein Fit Window machen. Obwohl, dann ist es ein Lager. Machen wir mal folgendes. Weil das näher dran ist, nehmen wir hier mal die Servos rein. Schau mal an, die kommen von oben. Aha. Dieser Produktionsstelle. Na gut. Ist auf jeden Fall näher dran wie die Servoproduktion, die wir hier gesetzt haben. Fit Hood. Das Einzige, was ich hier setzen könnte, wäre so eine Stahlproduktion. Make Hood, Make Trunk zum Beispiel. Weil die mit Sicherheit alle Stahl brauchen. Das war jetzt Make Hood, ne? Wo ist denn der? Fit Hood. Das heißt, den würde ich dann da hinsetzen. Und hier werden ja auch Spoilers verbaut, ne? Nö, warum nicht? Wo kommen die denn rauf? Ach, Fit Trunk, alles klar. Make Hood ist daneben. Body Shell. Den könnte man auch noch setzen. Conveyors. Kann ich da erstmal anschließen. Spoiler und Trunk. Bumper, Bumper, Bumper. Configure Import. Body, achso, das Body. Ja, doch, war ja richtig. Body Shell. Zack. Predictive ist dafür Humbug. Ach, schau, der braucht Blechplatten. Ne, das wäre jetzt die Möglichkeit, dass man sich hier so einen Blechroller hinsetzt. Probieren wir mal aus. Einfach mal jetzt das nutzen als so ein bisschen Spielwiese. Frei nach dem Motto, schauen wir mal, was passiert. So, hier kommt jetzt Stahl rein. Da ist er. So, und dann kommt hier noch ein Blechroller hin. Das ist falsch. Komm her. Nämlich der hier.
So, dann kann ich den hier nämlich setzen auf Only Local. Dementsprechend braucht jetzt nur noch Stahl nach hier gebracht werden. Das wird gleich weitergereicht, wenn es gebraucht wird, nach dahin. Und er braucht die Bleche hierfür zum Produzieren. So kann man sich die Reihe also aufbauen. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir hier in dieser Fabrik jetzt noch machen können. Wie gesagt, ich müsste das gesamte Layout ausreißen, beziehungsweise schauen, warum das hier hinten nicht mehr so ganz funktioniert. Und ich denke mal, das war's dann mit dieser Fabrik. Wir sind eh jetzt mit 13 Millionen im Plus. Interessant ist es dann ganz einfach mal, wenn wir ein neues Fabriklayout ausprobieren. Mit den Neuerungen, die jetzt im Modell verfügbar sind. Und da würde ich ja mal warten, bis der neue Update kommt, die 1.2.4. Und ja, wenn ihr damit einverstanden seid, ich meine, ihr habt eh keine Wahl, dann verabschieden wir uns von dieser Fabrik. Da haben wir mal die ersten Sachen gesehen, was möglich ist. Und dann würde ich nämlich in der nächsten Folge eine neue Fabrik anfangen. Es könnte sein, dass dann zwischen dieser und der nächsten Folge eine kleine Pause ist, je nachdem, wenn der Update kommt. Schauen wir mal. Ich sag mal von hier aus, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs reichhaltige Kommentieren und den großen Interesse an diesem Spiel. Wir sehen uns wieder in der zweiten Staffel, würde ich sagen, in der neuen Fabrik. In der Version 1.2.4 höchstwahrscheinlich oder sogar eine höher. Vielen Dank und bis dann. Ciao.